Was heisst Clubshow? Das heisst, ich würde in einen Club gehen, je nachdem, wer mich gebucht hat. Dort würde ich mit den Fans Fotos machen. Sorry, willst du mein Fettli oder so? Party machen. Sie können mit mir reden. Wunderbar. Alles Mögliche und Party halt mit mir. Also, das ist ja eigentlich der Traum. In der Tat. Falls ihr euch schon immer gefragt habt, wie ich so unfassbar erfolgreich können werden konnte, da verratet euch Mia Madison mein persönliches Erfolgsgeheimnis. Ich denke, es ist eine Kombination aus beiden. Ich denke, auf jeden Fall, man muss aussehen haben. Was? Was? Aber genauso die Sprüche auf Lager haben. Die Persönlichkeit auf jeden Fall ist wichtig. Irgendwas kann nicht stimmen. Gibt es denn keine Grenzen? Ja, das ist betrachtendes Auges, oder? Betrachtendes Auges. Und schlecht Deutsch können. An dem scheitert es leider bei mir. Ja. Und was auch muss sein, ist tiefgründig. Und das ist Mia natürlich. Wortwörtlich. Du musst richtig tief bohren, bis du bei mir innen dran kommst. Manchmal ist es halt schon ein bisschen Fremdscham, aber es ist halt so in diesem Business. Manchmal? Ich liebe ja Ihren Optimismus. Können wir noch schnell über Vorbildfunktion reden? Man hat es vorher gehört. Ihr seid schlechte Vorbilder. Sind ihr das wirklich? Ja, vielleicht für die jungen Mädels, die sagen wir, vom Alter 14 bis 17 sind, für die ist vielleicht schon ein gutes Vorbild. Wir zeigen halt eben schon ein bisschen viel Haut. Wenn du durch die Stadt läufst, dann kannst du sicher sein, dann schau ich dir an. Und was möchte Mia denn in Zukunft noch so erreichen? Aber mein grösstes Ziel auf jeden Fall ist, meine eigene Reality-Show haben und die Schweiz nochmal eine Spur umdrehen. Wir sind verdammt! Verdammt bis ans Ende unserer Tage! In Deutschland unternimmt Familie Wollny alles, dass wir auch künftig Mias am Fernsehen zu sehen bekommen. Das beschäftigt dich jetzt, ne? Deshalb kannst du nicht schlafen, weil du wissen willst, woher Strom kommt. Ja? Ja. Weißt du, woher Strom kommt? Aus der Steckdose. Die Bildung und Gesundheit sollte man nicht sparen. Und auf gute Ernährung sollte man schauen. Hey Stefania, dass du diesen Schluss getroffen hast, finde ich super von dir, weil irgendwann musst du der Gesundheit ja den Kampf ansagen. Ich bin nicht sicher, ob wir alle das überleben. Let's go. Immer wieder spannend, was sich die Macher des Wollny-Trashs auf RTL 2 einfallen lassen. Pizza! 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 Wieso jetzt das plötzlich? Pizza! 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 Boy. Für die Ernährung ist bei Bauerledig Sucht immer noch die Mami zuständig. Oder zumindest für die Auswahl der zukünftigen Nahrungszubereiterin. Was machst du denn hier, Mutter? Ja, hat es gut miteinander? Ja. So. Ich habe noch einen kleinen Test vorbereitet für die zwei Frauen. You can't be serious, man. Mit Herdöpfelschinten. You cannot be serious! Die Schüsseln sind unterschiedlich gross, aber es ist gleich viel drin. Okay, ja, gut. Ja, das ist schon ein bisschen speziell. Und nach dem Test... Gute Heimreise. Ja, danke. Was? Ernsthaft? Weil sie die Kartoffeln langsamer schält, schickt er sie nach Hause? Dass Trud etwas besser kochen kann gegenüber Tanja. Das ist der ausschlaggebende Punkt bei der Entscheidung. Ist einfach wow. Puh, also... Ich könnte jetzt einen guten Witz vertragen. Hast du gerade einen guten auf Lager? Ja. Weißt du, wieso gehen die Männer in die Beine jassen? Nein. Dass ihnen auch mal der Teppich ausgerollt wird. Okay, der ist gut. Ich habe es richtig gemerkt, es ist alles wieder streit. Also ich habe es leider wirklich lustig gefunden. Und jetzt ein kleines Quiz. Ein anderes Wort für Kondition in Bezug auf die menschliche Leistung ist... Arbeit. Es ist nicht richtig, es ist alles nicht korrekt. Die wirklich grossen Fragen, die werden allerdings nicht in Quizshows geklärt. Nein, die gibt's da. Wenn man es jetzt runterbricht, was ist männlich, dann würde ich sagen, alles, was ein Mensch mit Penis tut. Helicopter D, go, Helicopter D, Helicopter D, alright, to impress a chick, do the Helicopter D. Von Männlichkeit zu einem wilden Hengst. Meine Freundin hat dort mal geritten und auch einen Hof gehabt. Und ich habe dann eigentlich müssen entscheiden, was lukrativer, die Freundin oder das Pferd.
lukrativer, die Freundin oder das Pferd. Und habe mich dann für das Pferdebusiness entschieden. Und seither bin ich eigentlich nicht mehr wegzubringen von diesem Pferdebusiness. Das macht ihr ja eigentlich sympathisch. Naja, kapitalistische Kinder sind da schon viel sympathischer. Doch dahinter kann man Spiele spielen und einfach und Geld verdienen. Die Kinder können bei Kartonien ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Haus bauen, Bank über, fallen, Bank über, fallen. Very good, very good, yeah! Der Einwand, dass so der Kapitalismus unterstützt wird, sieht der Organisator anders. Es ist ja wirklich eine Simulation von der süßigen Gesellschaft. Was ist lukrativer, die Freundin oder das Pferd? Ja, am lukrativsten ist immer noch Gold. Für das muss man aber am richtigen Ort wohnen. Die Leute in Goldigen sind richtige Goldschätze. Wieso seid ihr so? Ich verstehe es nicht. Ich habe vorher etwas glitzern gesehen. Und ich meinte, da hat es gleich Gold. Willst du mich veräppeln oder was? Ich gehe noch mal schauen, ob ich das wirklich so. Wow, da steht eine Truhe, eine Goldtruhe. Gold, wahres Gold, bares Gold. Wichtig ist auch, dass man bei solchem Cringe nie sein Lächeln verliert. So wie unser Nationaltrainer. Sie verlieren das Lächeln nicht, das ist schön. Alles Gute, Petrus. Schöne.